Simon, du bist aus einer Musikerfamilie, bist schon ganz früh auf der Bühne gestanden, sogar auf der großen Opernbühne der Bregenzer Festspiele, als Knabe in der Zauberflöte. Wenn man so früh mit Singen und mit klassischer Musik zu tun hat, ich denke, das sind prägende Erlebnisse, das ist prägend für das Gehör, für das Musikempfinden. Spielt das in deinem Leben nach wie vor eine Rolle? Also eine Rolle ist fast untertrieben, denn die Musik ist durch den Punkt, dass ich mit ihr aufgewachsen bin, natürlich überhaupt nicht mehr wegzudenken in meinem Leben. Ich habe es zwar probiert mit Psychologiestudium, aber ich habe mich dann doch für die Musik entschieden, weil eben, wenn man von klein auf darin aufwächst und das miterlebt, auch durch die Eltern und durch viele Auftritte schon mit jungen Jahren, man gewöhnt sich dran, man lernt es zu lieben, man lernt es zu schätzen und dann möchte man es natürlich auch behalten. Und die Musik und gerade der Gesang natürlich an sich ist ein ganz, ganz großer Stellenwert in meinem Leben. Ist es die klassische Musik, mit der du deine Kindheit verbindest? Die Kindheit verbinde ich definitiv mit klassischer Musik, auch die Anfänge, ich nenne es jetzt mal nach meiner Gesangskarriere, auch mit Klassik. Und das ist die Grundbasis, auf der ich heute natürlich total aufbaue. Die Klassik ist inzwischen zu dem Punkt gerutscht, dass ich sie gern höre. Selber nicht mehr viel praktiziere. Ab und zu kommt eine Mozartmesse oder so, wo ich dann wieder mal den Tenor rauslassen kann. Aber im Grunde ist die Musik, die ich jetzt mache, selber in einem anderen Bereich, aber ich wäre dort nicht ohne Klassik. Wolltest du mal Sänger werden? Ich denke, wenn man schon als kleiner Bursche einen der Knaben in der Zauberflöte singt, dann liegt es nahe, dass man sagt, ja, eines Tages werde ich dann die großen Partien singen. Eigentlich hat es da gewisse Phasen geben. Also als Kind mit der schönen Sopranstimme damals war es klar, dass ich Sänger werde. Dann kam der Stimmbruch, ganz, ganz schlimmes Erlebnis für mich. Die Stimme war plötzlich völlig eine fremde, andere Stimme und Singen war in dem Moment für mich eigentlich gestorben, bis ich mich langsam wieder damit auseinandergesetzt habe, dass das meine neue Stimme ist und ich auch diese beherrschen kann, wenn ich mich bemühe. Dann kam die Phase, wo das Singen zwar da war, aber beruflich jetzt kein Plan. Dann kam es wieder die Zeit, wo ich mit meinem Papa damals in Wien auf dem Elton John Konzert war und so gedacht habe, da, okay, das ist es, das mache ich. Bisschen größenwahnsinnig damals, aber als kleiner Bub kann man sich da viel vorstellen. Und dann kam wieder die Phase, wo ich gesagt habe, was Richtiges lernen. Nicht nur Musik und Gesang, ist vielleicht zu unsicher, aber jetzt mache ich genau das, was ich damals dachte, nicht machen zu wollen. Und ich bin sehr froh und glücklich über die Entscheidung. Gibt es einen Sänger, dessen Stimme für dich einen solchen Zauber ausübt, dass du sagst, ja, der begleitet mich durch und durch mein ganzes Leben, durch meine Tage? Es gibt einfach unglaublich viele Facetten in der Musik und viele Punkte, die ich wunderschön finde anzuhören. Und manchmal sogar Musik, die ich jetzt privat nie machen würde, aber trotzdem sehr gern anhöre. In der klassischen Zeit war, wo ihr Leadsänger werden wollt. Also mein großes Ziel war Schubert, Schumann, Beethoven, Lied zu machen damals. Da war der Fritz Wunderlich für mich einfach derjenige, der die Lieder am meisten so interpretiert hat, wie ich das gern machen würde. Ein Stück hast du mitgebracht, Schumann, Dichterliebe. Hat das für dich eine besondere Bedeutung? Auf jeden Fall, denn Schumann Dichterliebe war eines der Hauptwerke, wenn man jetzt die Zyklen betrachtet, die ich auf die Bühne gebracht habe, sozusagen, auch damals einmal mit meiner Mama zusammen, was natürlich jetzt nach ihrem Tod sehr schwierig ist für mich wahrscheinlich zu hören, aber es bleibt einfach ein ganz großer Bestandteil. Ja, einfach schön. Von Schumann, Dichterliebe. Ist es ein weiter Weg zu Bobby McFerrin, den du als zweites Stück mitgebracht hast? Ich kann mich erinnern, als ich selber Bobby McFerrin das erste Mal gehört habe, das war Wiesn, wo er minutenlang über die zwei Worte auf Wiedersehen eine Improvisation brachte, mit allen Vokaltechniken gespickt, die man sich vorstellen kann, und die Leute einfach atemlos und mit offenem Mund diesen Mann angestaunt haben. Ist dir das auch so gegangen? Es ist eben genau dieser Punkt, der mich bei ihm sehr fasziniert und gerade aus der Zeit der Klassik raus. Neben der Liebe zur Klassik war mein größtes Problem, ich darf nichts verändern. Wenn ich eine Melodie verändere bei Schumann, Schubert,
werden meine Gesangslehrerin oder auch Leute, die zuhören kommen, wären da schockiert gewesen. Das tut man nicht, kann man nicht. Und deswegen habe ich angefangen, das zu genießen, dass man auch mit der Stimme andere Dinge machen kann, dass man mit der Stimme auch Melodien verändern kann, andere Klänge produzieren kann. Und da war natürlich Bobby McFerrin, auch wenn viele nur durch Don't Worry, Be Happy kennen, gibt es kaum jemand, der mit der Stimme so instrumental agieren kann wie ein Bobby McFerrin. Und das hat mich unglaublich fasziniert bis heute. Aber es war für mich auch ganz wichtig in der Zeit zu sehen, was man alles machen kann. Und er kann es halt einfach. Er ist ja auch Lehrer, es nennt sich Extended Vocal Techniques, spielt im Jazz eine große Rolle, Jazzgesang, auch mittlerweile in der Popmusik. Und das ist eine sehr körperliche Art, auch die Stimme einzusetzen, auch den Brustkorb als perkussives Instrument einzusetzen. Machst du das? Ich probiere es teilweise. Also ich hatte jetzt nie den Anspruch, ich möchte Bobby McFerrin werden, sondern er war doch jemand, der mir nur gezeigt hat, was möglich ist. Aber er war schon jemand, der gezeigt hat, dass man auch Klänge verwenden darf, in der Tiefe, in der Höhe, gerade beim Improvisieren im Jazzbereich, wo sich viele andere gar nicht trauen würden oder gar nicht den Weg finden, diese Klänge zu entdecken. Und er hat einfach gezeigt, mach einfach Simon sozusagen. Und das hat mir sehr gut getan. Zum Beispiel hat er auch eine CD mit dem Yo-Yo Ma, mit dem Cellisten gemacht, wo er bei Ave Maria die Grundmelodie gesungen hat und der Cellist hat die Melodie des Gesangs gespielt. Das habe ich damals mal probiert und mir ist dann bewusst geworden, wow, das ist richtig schwer, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so rüberkommt. Und das waren Dinge, die sehr, sehr interessant waren für mich anzuschauen. Was kann man alles machen? Wie stelle ich mir das vor? Simon im Badezimmer mit einer schönen Akustik, mit viel Hall, der ausprobiert, für sich ausprobiert und schaut, funktioniert das? Es hat natürlich die Zeit in meinem Leben gegeben, wo es das Badezimmer war. Irgendwann war es dann der Proberaum, jetzt ist es halt das Studio. Also es gibt natürlich schon Plätze, wo ich dann auch probiere und versuche, wobei ich mich inzwischen auch mehr traue, live auf der Bühne Dinge auszuprobieren und nicht die Angst davor zu haben, jetzt ist Publikum da, jetzt ist die ernste Situation, jetzt muss man sich da zurücknehmen, sondern viele Dinge, die ich inzwischen ausprobieren möchte, stimmlich, das mache ich auch auf der Bühne. Das ist die eine Seite natürlich, genau das Publikum zu spüren und sie sollen ja auch mich spüren, es soll ja ein Geben und Nehmen sein. Aber es ist auch der Punkt, sich klar zu machen, ich mache Musik nicht nur fürs Publikum, sondern ich stehe auf der Bühne, um auch für mich die Musik zu machen. Es gibt Konzerte, wenn man natürlich davon lebt, gibt es auch Auftritte, wo das Publikum nicht wirklich zuhört. Und dann gibt es natürlich Musiker, Sänger und Sängerinnen, die in so einer Situation vielleicht sich denken, warum mache ich das? Und werden gefrustet oder sonst was. Solche Momente können für mich trotzdem unglaublich toll sein, weil wir die Fähigkeit haben, auch mit meinen Mitmusikern gemeinsam, solche Momente trotzdem zu nützen, für sich selber Musik zu machen. Und wenn es dann nur bei 10% des Publikums ankommen mag, ja, dann ist es so. Aber ich gehe nicht raus und denke, das war ein erfolgloser Abend, sondern für mich war es erfolgreich. Du hast schon angesprochen, es gibt von Bobby McFerrin diesen total berühmten Titel Don't Worry, Be Happy, das so ein Hit war. Und ansonsten das breite, breite Spektrum der Lieder von Bobby McFerrin. Ist eher eine Insider-Geschichte. Was hast du für eins ausgesucht? Ich habe extra eins ausgesucht, was man kennt. Es gibt natürlich auch mit Chick Corea zusammen unglaubliche Sachen. Erstens dauern die teilweise 15 Minuten, was jetzt den Rahmen sprengen würde. Aber I Feel Good kennt jeder. Und die Interpretation von Bobby McFerrin ist ja sehr eigene. Bobby McFerrin, sehr vital, sehr umjubelt. Ein Mann, der mehrere Stimmen gleichzeitig singen kann, der ständig umsteigt von einer Stimmlage in die andere und die Percussion und so weiter und so fort alles auch noch dazu macht mit seinen Händen, mit seinem Körper. Ist es nicht wahnsinnig anstrengend? Es kommt natürlich darauf an, wer es macht. Ob es für ihn wirklich anstrengend ist, ist fraglich. Es gibt natürlich bei jedem von uns Sängern Grenzen. Also ich würde gern die gleiche Tiefe und Höhe haben wie Bobby McFerrin. Ich kann auch üben, so viel ich will. Ich werde diese nicht haben. Man muss natürlich dann irgendwann auch mal merken, wo sind meine Stärken, wo sind meine Grenzen und was kann ich aus dem machen, was da ist. Und Bobby McFerrin hat natürlich einen riesen Pool an Möglichkeiten. Die hat nicht jeder von uns. Und das Faszinierende ist einfach zum Schauen, was er aus seinem Pool macht. Und man muss halt das dann auch versuchen zu sagen, okay, das Gleiche ist nicht möglich. Also versuche ich mit dem, was ich habe, das Möglichste zu machen. Das ist auch immer eine Entdeckungsreise ins eigene Ich, in die eigene Stimme, aber auch eine Entdeckungsreise
in die Musik, in die Welt der unterschiedlichsten Musikstile, die, nehme ich an, erst seit ungefähr 50 Jahren den Menschen zur Verfügung steht, dass sie sagen, egal woher, ich kann da reinschnuppern, ich kann mir das anhören, ich kann das ausprobieren. Das wäre für frühere Generationen undenkbar gewesen. Spielt das für dich eine Rolle, so quer durch die Weltgeschichte, durch die Kontinente musikalisch zu reisen? Also es spielt natürlich eine Rolle vom eigenen Interesse und Neugier her. Es gibt ja in jeder Musik irgendeinen Bereich, der einen berühren kann. Es spielt natürlich auch dort eine große Rolle, weil ich viele, viele Workshops mache und da kommen natürlich dann auch wieder viele Teilnehmer mit neuen Songs, mit anderen Songs aus anderen Ecken, wo man sich dann auch damit beschäftigen muss, wobei das Müssen dann nicht negativ gemeint ist. Aber die Einflüsse von verschiedenen Kontinenten her und sowas ist natürlich heutzutage möglich zu beobachten, was passiert. Und es ist wahnsinnig spannend. Hast du da bestimmte Vorlieben? Eine Weltgegend, eine Musiktradition, wo du sagst, momentan ist das für mich toll? Ganz schwer für mich zu beantworten, weil ich versuchen will, diese ganzen Dinge offen zu halten. Ich frage das, weil der nächste Komponist mir vollkommen unbekannt ist. Nils Landgren, wer ist das? Nils Landgren aus Schweden, natürlich durch, dass meine Mama Schwedin war, gibt es natürlich einen gewissen Bezug. Und wir waren ja vorhin gerade bei Bobby McFerrin, dass er mir gezeigt hat, was möglich ist mit der Stimme. Dann passiert, wie das bei mir auch passiert ist, oft der Moment, dass man dann vielleicht ein bisschen übertreibt. Ein sehr lustiges Erlebnis war bei einem Konzert in einer Bar, wie ein Herr zu mir gekommen ist, noch nie gesehen, und hat gesagt, ja, Mariah Carey für Arme, so hat er es genannt. Und zuerst war natürlich die erste Reaktion von mir, ups, aber irgendwie hat er gar nicht Unrecht gehabt, weil ich in der Phase angefangen habe, aus jedem Song so viel wie möglich zu machen, rauf und runter und improvisieren. Und Nils Landgren habe ich deswegen ausgesucht, weil er genau das Gegenteil für mich zeigt, was für mich in dieser Phase noch sehr wichtig war. Weniger ist mehr. Und er singt einfach alles sehr auf seine ruhige, schöne Art, ohne dass es darum geht, immer zeigen zu müssen, wie hoch kann ich singen, wie viel kann ich singen, wie viel kann ich improvisieren. Und das finde ich beim Nils Landgren unglaublich schön. Und beim Simon Kreutler? Ja, Simon Kreutler hat zum Beispiel dann versucht, bei den neuen Projekten, die ich gerade mache, eben eher diese Ecke zu machen. Diese einfach mal auch nur unter Anführungszeichen, nur schöne Melodien zu genießen, zu interpretieren, zu erzählen, ohne darüber nachzudenken, kann ich jetzt in diesem Song alles zeigen, was möglich ist. Diese skandinavischen Länder haben eine ganz spezielle Gesangstradition, haben eine, vielleicht ist das übertrieben sozusagen, aber haben eine Wertschätzung der menschlichen Stimme, die eine lange Geschichte hat. Merkt man das an Nils Landgren? Man merkt es ganz besonders bei diesen Projekten, die er seit vielen Jahren hat. Das heißt, Nils Landgren and Friends, Christmas Friends. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Es gibt verschiedene, schon 1, 2, 3, 4. Gibt es da verschiedene, wo ich mal die Freude hatte, auch mit meiner Mama gemeinsam ein Konzert zu erleben. Und dort interpretieren sie schwedische Weihnachtsmusik, englische Weihnachtsmusik im Stile, wie sie einfach alle agieren. Und dort merkt man es ganz besonders, genau was diese Weihnachtsmusik angeht, wie feinfühlig und wie schön sie die interpretieren und ganz besonders die schwedischen. Wir hören jetzt aber kein Weihnachtslied. Kein Weihnachtslied. Sondern? Nils Landgren hat einige CDs gemacht und zufälligerweise bin ich jetzt erst vor kurzem darauf gestoßen, dass er auch ein Lied interpretiert hat, wo ich oft gesungen habe und immer noch singe. Und in meiner modernen Phase, nenne ich es mal, gab es den Moment, wo man das erste Mal ein Demo-Band aufgenommen hat. Und dieser Song war damals einer der ersten Songs, die ich überhaupt aufgenommen habe. Und jetzt vom Nils Landgren, Get Here, man kennt es hauptsächlich von Olita Adams gesungen, und die Interpretation vom Nils Landgren. Man sagt ja immer, es gibt Instrumentalisten und es gibt Sänger, Sängerinnen. Und diese Unterteilung, die stört mich manchmal. Dass man da immer sagt, das ist ein Unterschied. Und bei ihm sieht man, was es ausmacht, als Posaunist zu singen, wie die Melodie des Singens eigentlich übergeht in sein Posaunenspielen, dass es eigentlich eine Linie ist und dass es für ihn einfach zwei Varianten sind, das auszudrücken, aber durch eine Person. Eine ganz eigenartige Art und Weise, mit dem Atem umzugehen, auch als Posaunist. Ist Simon Kreutler ein sehr lyrischer Mann? Diesen Eindruck könnte man bekommen aus den Liedern, die wir bisher gehört haben. Also mir fällt natürlich auf, dass wenn ich jetzt Musik höre,
dass es sehr oft im melancholischen Bereich ist. Und ja, ich glaube schon. Aber ich finde es okay. Düsige Seite gibt es auch, die so Düse, eine groovige, also, wenn man jetzt da einige Leute in meinem Umfeld fragen würde, hätten sie sagen, natürlich gibt es die und sie haben ja nicht Unrecht. Und ich bin ja auch mit, nach der Klassik, eine meiner ersten Bands war ja in der Schweiz damals, die Groove Factory, wie es so schön geheißen hat. Da haben wir nur Musik von Tower of Power gespielt, also wirklich Bläser, Funkig und sowas. Also ich liebe die Musik genauso. Aber trotz allem, sagen wir, ich komme in die Situation, ich habe die Möglichkeit, vor irgendeiner wichtigen Jury einen Song zu singen. Dann würde ich zu 99,9% eine Ballade nehmen, wo ich das Gefühl habe, ich kann was aussagen, ich kann den Song spüren und so vermitteln. Trotzdem hast du einen Song ausgesucht, der Gas gibt. Ich habe versucht jetzt auch zu überlegen, dass ich jetzt nicht nur von meiner Vergangenheit Songs aussuche, sondern vielleicht auch einfach die CD hernehme, die ich momentan am meisten höre. Und das ist die Gregory Porter CD. Auch aus dem Grund, weil ich es schön finde, dass in der heutigen Zeit, also heutige Zeit klingt immer so aufgesetzt, aber dass eigentlich eine Jazz-CD genauso gehypt werden kann, weil diese CD momentan wirklich sehr im Umlauf ist und sehr, sehr beworben wird und sehr gut funktioniert. Es hat ja Zeiten gegeben, wo wirklich Live-Musik jetzt ohne Sequencer, ohne Computergeschichten, hat es nicht viel gegeben. Und jetzt ist es wirklich wieder da. Jamie Cullum zum Beispiel ist auch einer von diesen, wo ich sehr schätze, der einfach Jazzmusik auf die, nenne ich es mal, Rock'n'Roll-Bühne gebracht hat und damit auch einen kommerziellen Erfolg erreicht. Und Gregory Porter gehört genauso dazu. Und da habe ich jetzt einen Song ausgesucht, der keine Ballade ist. Fantastischer Sänger, aber man muss auch sagen, fantastischer Bassist. Toller Bläsersatz. Wie wichtig ist dir selber eine gute Band? Ich glaube, dass ein Sänger ganz klar sagen muss, ich kann tun, was ich will. Wenn die Band dahinter nicht genauso wie du auf der Bühne Platz hat, dann ist es ein sehr einsamer Beruf. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte, wenn ich auf der Bühne was mache, als Band was auf der Bühne machen. Klar ist es immer diese Vermarktung des Solosängers. Natürlich heißt die CD, die jetzt kommt, Simon Kreutler, aber es ist ganz klar ein Bandprojekt. Also es sind einfach 5 Personen, die zusammen musizieren, agieren, sich spüren müssen. Also ich glaube, es funktioniert nicht, wenn der Sänger vorne ganz allein steht und die Band nur für ihn musiziert. Du hast dir für dieses, dein neues Album, 2 wirkliche Ikonen ausgesucht. Joni Mitchell und Tom Waits. 2 Sänger mit einem sehr extremen, sehr eigenwilligen Gesangsstil. Warum die Kombination und warum die 2? Die beiden gehören schon auch zu denen, die von den Kompositionen und gerade von den Texten her einfach zu den 2 größten Songwriter der letzten Jahrzehnte gehören. Und natürlich auch dieser Punkt, dass es mir, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wahnsinnig viel Spaß macht, mein eigenes Ding draus zu machen, meinen eigenen Stil einzubringen, zu sagen, wie singe ich das? Diese zu imitieren, was natürlich jetzt im Cover-Bereich viele versuchen, kann nie aufgehen. Sondern man muss immer versuchen zu sagen, wie würde ich diesen Song singen? Und jetzt nehmen wir mal diese beiden Personen, da ist das Imitieren schon mal nicht möglich. Und somit ist die Herausforderung natürlich sehr groß. Zu sagen, ich nehme genau diese beiden Künstler, die unglaublich tolle Songs geschrieben haben und versuche dort die Songs so zu interpretieren, wie ich es mit meiner Stimme gerne tue und welche Möglichkeiten ich habe. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit Barbara Hendricks, einer klassischen Leadsängerin, die Tom Waits als ihren Lieblingssänger bezeichnet hat. Und wenn man vom Schönklang einer Barbara Hendricks her denkt, wundert man sich, wie kommt die Dame auf Tom Waits? Ich glaube, da schließt sich jetzt sehr schön der Kreis, über was wir bisher gesprochen haben, dass es als Zuhörer um ganz viel andere Dinge auch geht, als nur das Können auf der Bühne oder das perfekte Singen, sondern es geht einfach darum, dass das Publikum was spüren will, es geht darum, dass das Publikum merken will, dass die Person auf der Bühne authentisch ist. Und gerade Tom Waits hat natürlich gewisse CDs, wo er teilweise wirklich nur noch grunzt, sagen wir mal so, aber es ist Tom Waits. Und wenn man diese Songs betrachtet, wie er diese interpretiert, dann ist es einfach unglaublich faszinierend, da zu sitzen, ohne dass ich jetzt als Sänger denke,
Also rein gesanglich, gesangstechnisch, wenn er vor mir steht, müsste ich sagen, das machst du falsch und das machst du falsch, da machst du deine Stimme hin. Aber das ist nicht wichtig, sondern es geht darum, dass er einfach sich selber ist und die Songs wirklich so rüberbringt, die er selber geschrieben hat natürlich, und berührt das Publikum unglaublich. Du hast für uns einen Song von Joni Mitchell ausgesucht, die eine so eigenwillige Phrasierungstechnik hat, dass es viele Sängerinnen gibt, die sagen, habe ich mir die Latte vielleicht zu hoch gelegt, das ist musikalisch nicht zu bewältigen. Joni Mitchell ist eine Singer-Songwriterin, die in Musikerkreisen eine ungeheure Hochachtung genießt. Wie hast du dich ihr angenähert? Also interessant war, dass ganz am Anfang mein Gefühl eher so war, ich freue mich auf die Interpretation der Tom Waits-Nummern und ich habe ein bisschen Angst vor die Joni Mitchell-Nummern. Das hat sich während den Proben und während dem Auseinandersetzen mit den Songs eigentlich ein bisschen geändert. Aber auch aus dem Grund, weil dieses respektvolle Herannahen an diese Person, wie diese Person die Songs interpretiert hat, gewechselt hat zu dem zu sagen, wie wir vorhin gesagt haben, wie Sing is. Weil die Songs an sich, die sind natürlich unglaublich geschrieben. Und ich darf es natürlich dann nicht so phrasieren und singen, wie es die Joni Mitchell gemacht hat, weil da komme ich immer an einen Punkt, wo man sagen müsste, ja, er ist halt nicht Joni Mitchell. Und gerade der nächste Song ist einer von den wenigen, die ganz klar waren am Anfang. Man muss sich mal 12, 13 Songs von diesen beiden Künstlern erstmal aussuchen für eine CD. Aber dieser Song war wirklich einer der ersten, wo für mich ganz klar war, weil es gibt schon einen Grund, warum auch dieser Song einer der meist gecoverten Songs von Joni Mitchell ist. Und für mich war es auch ganz klar, der möchte ich singen. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that end? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light, I drew a map of Canada, oh Canada. With a face sketched on it twice, with my blood like holy wine, you taste so bitter and so sweet, oh I could drink a case of you, darling. I would be on my feet, I would still be on my feet. I'm a lonely painter, I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, cause part of your pours out of me in these lines from time to time. You're in my blood like holy wine, you taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet, I would still be on my feet. She had a mouth like you, she knew your life.
She knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. You're in my blood like holy wine, you taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, little darling. I'd be on my feet, I would still be on my feet.